In dieser Woche wird die zweite Runde im bayerischen Toto-Pokal ausgetragen. Eines der Spiele ist Spielfern Unterhaching gegen den TSV Buchbach. Beides Mannschaften aus der Regionalliga Bayern. Und beide haben am vergangenen Wochenende recht unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Am 9. Spieltag der Regionalliga Bayern hat es die Spielvereinigung Unterhaching kalt erwischt. Gegen den Tabellenführer FC Bayern 2 gab es eine empfindliche und vor allem hohe Niederlage. Mit 1:5 hatte die Spielvereinigung im Derby klar das Nachsehen. Für die Unterhachinger bedeutet dies, nach 6 Siegen wieder ein Spiel zu verlieren. Zuvor waren sie über 3 Wochen in Folge von Erfolg zu Erfolg geeilt. Die nächste Aufgabe ist nun der bayerische Toto-Pokal. Dort gab es in der ersten Runde einen deutlichen 2:8-Sieg über den Bezirksligisten FC Wendelstein. Der nächste Gegner ist da schon ein anderes Kaliber. Mit dem TSV Buchbach kommt ebenfalls ein Vertreter der Regionalliga Bayern zur Begegnung in der zweiten Runde des Toto-Pokals. Und die Buchbacher haben einen Lauf. Seit 7 Spieltagen sind die Rot-Weißen unbesiegt, trotzten gerade erst dem FC Augsburg 2 ein torloses Unentschieden ab. In der Regionalliga Bayern ist der TSV Buchbach 5. direkt verfolgt von der Spielvereinigung Unterhaching. Für den Toto-Pokal ist die Paarung daher ein echtes Topspiel zweier oberbayerischen Clubs, die eine starke Saison spielen. Und hier ist mit 1,90 Meter geballte Alpenpower, hätte ich fast gesagt, denn ja, er kommt ja aus Österreich, von der Spielvereinigung Unterhaching. Ich begrüße ganz herzlich Patrick Hasenhüttl. Servus. Freut mich, servus. Nun haben wir es gerade gesehen, Niederlage, hohe Niederlage, hat aber auch einen ganz simplen Grund, könnten wir jetzt scherzen, du warst nicht dabei, weil du noch verletzt bist. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt wieder im Reha-Prozess. Geht wieder bergauf. Ich glaube, die OP müsste jetzt 5 Wochen her sein, wo ich wieder am Knie operiert wurde. Ja, Reha, ist nicht das gleiche wie Fußballspielen. Fußballspielen macht viel mehr Spaß, aber es ist schön, wenn man Tag für Tag Fortschritte sieht und fühlt sich auch gut an. Ist es leidvoll, dann auf der Tribüne zu sitzen und zu sehen, wie die eigene Mannschaft, die vorher mehrere Wochen erfolgreich war, dann plötzlich mal an so einem Tag wirklich abgewatscht wird, wie jetzt gegen die Bayern Amateure? Ja, abgewatscht ist gut. Ich war im Stadion, tut natürlich weh, wenn man nicht eingreifen kann, aber man muss auch sagen, die Niederlage fiel ein bisschen höher aus. Als das klingt dramatisch, 1:5, und wenn man nur die Ausschnitte in der Zusammenfassung sieht, denkt man, oha. Genau, aber so war es wirklich nicht. Also wir haben eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, hatten noch unsere Möglichkeiten und mit vielleicht ein bisschen mehr Spielglück geht das vielleicht auch ganz anders aus. Deine Verletzung resultiert aus dem Spiel gegen Dresden. Ja. Was hast du denn für Erwartungen? So, wann wärst du denn vielleicht wieder dabei auf dem Rasen? Ja, ich will gar keine Prognosen geben. Ich habe schon ein paar Knieverletzungen gehabt. Ich habe davon abgesehen, jetzt halt immer wieder mal ein Datum zu nennen, weil dann wird man wieder enttäuscht. Deswegen, ich schaue einfach mal, wie es in der Reha läuft. Kann sein, dass es 1 Monat, 2 Monate oder 3 Monate sind. Wichtig ist einfach, dass ich schmerzfrei wieder auf den Platz zurückkomme. Und ob es dann am Ende 2, 3 Wochen länger sind oder nicht, ist dann auch egal. Dann nutzen wir jetzt aber deine Expertise als Beobachter im Augenblick für eben dieses anstehende Spiel, Toto-Pokal, der sicher wichtig ist, wenn man so den Weg in den DFB-Pokal schaffen möchte halt. Buchbach ist wie einzustufen als Gegner. Ja, ist eine gute Mannschaft. Also die sind auch sehr gut in die Liga gestartet. Glaube in der Tabelle sogar vor uns. Deswegen auf keinen Fall zu unterschätzen. Wir wollen unbedingt in die nächste Runde kommen. Ist natürlich nicht einfach in so einer englischen Woche, aber wir haben auf jeden Fall den Kader dazu, 3 Spiele in der Woche zu machen. Deswegen bin ich da optimistisch für morgen. Ich schaue einfach mal wirklich sicherheitshalber rauf. Sie sind vor euch, ihr seid punktgleich, beide 16 Punkte. Die Buchbacher 4 Siege, 4 Unentschieden. Ihr momentan bei 5 Siegen, 1 Unentschieden. War so ein bisschen stotterig am Anfang in die Saison reinzukommen, aber dann hat sich's ja wirklich stabilisiert und dann war es eben sehr erfolgreich bis jetzt eben zu diesem Spiel gegen die Bayern. Aber das sind auch eine Mannschaft, glaube ich, die in dieser Liga eigentlich nichts verloren hat, gell, die Bayern? Wir haben schon einen wirklich sehr guten Kader. Also ich glaube, die haben, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt irgendwelche Spieler von letztem Jahr verloren haben. Ist auch vielleicht ein bisschen eingespieltere Truppe als wir. Deswegen ist da vielleicht auch dieser, wie Sie gesagt haben, stottriger Start zu erklären. Wir haben viele Neuzugänge, die müssen auch integriert werden. Den Vorteil hatte vielleicht jetzt Bayern, aber wie man auch gesehen hat, wir kommen immer mehr in Fahrt. Das eine Spiel jetzt vielleicht ein kleiner Ausrutscher, aber passiert auch mal. Ist das noch so ein Wachstumsprozess, weil du auch sagst, ja, viele Neuzugänge. Klar, es sind viele Spieler weggegangen nach dem Abstieg aus der dritten Liga. Das heißt, diese Findungsphase, die geht auch noch während so einer Anfangszeit an einer Saison weiter? Auf jeden Fall, auch mit dem neuen Trainer, der ist auch erst 2 oder 3 Wochen vor Saisonbeginn dann zu uns gestoßen.
bis wir den seine Philosophie verinnerlichen. Es ist ein neues System, viele Neuzugänge, bis das alles dann zu 100% passt, dauert einfach seine Zeit. Man hat es jetzt schon gemerkt, dass es eine klare Steigerung war im Gegensatz zu den ersten Spielen und darauf können wir aufbauen und die Saison ist noch lang. Der Trainer ist Sandro Wagner, sozusagen ein prominenter Neuzugang auf der Cheftrainerposition. Wie ist er so im täglichen Umgang? Er ist ein ehrgeiziger Typ, als Spieler auch schon gewesen. Er hat bei seiner Vorstellung auch schon gesagt, er hat Bock auf diese Aufgabe und er will wirklich da was bewegen. Wie erlebt sich das Ganze dann am Trainingsplatz? Ja, man sieht es wirklich jeden Tag. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich meine, er ist jemand, der eigentlich im Fußball schon so gut wie alles erreicht hat, was man erreichen kann. Ist auch nicht selbstverständlich, dass dann einer noch so für die Regionalliga brennt. Aber man sieht es jeden Tag, wenn er mit einem redet, wenn er im Training ist, wie er alles coacht. Er hat einfach wahnsinnig Bock auf die ganze Aufgabe, auf den Verein und er lebt es jeden Tag vor. Er selber war Stürmer, du bist Stürmer. Ist das dann sozusagen noch ein engeres Verhältnis, wenn man einen Trainer hat, der ja genau aus demselben Spielbereich kommt, den man selbst bekleidet? Ja, also noch habe ich ja nicht unter ihm trainiert, weil seit er da war, bin ich ja verletzt gewesen. Aber ich merke es einfach, wie er mit mir redet, wie er mit mir das Gespräch sucht. Ich hatte selten bisher so eine enge Beziehung zu einem Trainer und ich freue mich einfach dann drauf, eben dann mal unter ihm zu trainieren und vielleicht kann ich mir das eine oder andere, ich kann mir sicherlich noch das eine oder andere von ihm abschauen. Ein Vorteil, dass die Spielpläne recht eng sind, also ihr habt häufig diese sogenannten englischen Wochen. Ist das was, was einer Mannschaft, die eben sich finden muss noch ein bisschen, dann auch entgegenkommt, weil natürlich schnell die Intervalle kommen, wo wieder dann alles abverlangt wird? Hat den Vorteil ja, aber auch den Nachteil, dass man natürlich weniger trainieren kann und jetzt vielleicht ein neues System weniger einstudieren kann. Für mich ist es auf jeden Fall ein Nachteil, weil ich jetzt leider wegen der ganzen englischen Woche sehr, sehr viele Spiele verpasse. Aber ich glaube, wir haben noch ein oder zwei englische Wochen und dann ist wieder ein normaler Spielrhythmus und dann legt sich das auch wieder. Ich glaube, es bleiben auch noch genügend Spiele übrig, bis du dann wieder am Platz bist. Jetzt schauen wir mal. Buchbach ist ja nun die nächste Aufgabe, jetzt im Toto-Pokal. Und dann in der Liga geht es weiter gegen Pippinsried und dann gegen Schalding-Heining. Klar, das ist Regionalliga Bayern. Manche schmunzeln so ein bisschen bei so diesen Vereinen, die dann so klingen, als wenn, naja, das sind doch so eher Hobbyfußballtruppen. Ist das eine große Gefahr, dass dann vielleicht sogar ein bisschen dieses Unterschätzen von Mannschaften dabei sein kann, die, ich sag mal, im semi-professionellen Bereich arbeiten? Auf jeden Fall. Also ich habe selber jetzt schon, das ist jetzt mein fünftes Regionalliga-Jahr, davor habe ich auch schon 4 Jahre in der Liga gespielt und die Liga ist gut. Also ich habe jetzt letztes Jahr dritte Liga gespielt und der Unterschied ist wirklich sehr, sehr klein. Man sieht, Schalding-Heining gewinnt letzte Woche gegen Bayern. Also wir tun uns auch gegen jeden Gegner schwer. Es gibt keine Selbstläufe in der Liga, deswegen man muss jeden Gegner ernst nehmen, man darf niemanden unterschätzen, weil sonst gewinnt man die Spiele nicht. Es wurde im Vorfeld extra auch seitens des Präsidenten von Manni Schwabel als auch vom Trainer von Sandro Wagner gesagt, wir hauen jetzt hier keine Riesensaisonziel raus. Also nicht sowas wie der sofortige Wiederaufstieg und wir machen Druck und so. Denkst du aber, die Mannschaft, wenn die sich weiterentwickelt, hätte das Potenzial auf jeden Fall, um einen Aufstiegsplatz mitzuspielen? Ja, das Potenzial haben wir mit Sicherheit. Aber es gibt auch sehr viele andere gute Mannschaften in der Liga wie Schweinfurt, Bayreuth, Bayern, die alle das Potenzial dazu haben. Deswegen kann man jetzt gar nicht sagen, wir wollen unbedingt hoch. Natürlich gehört ein Verein wie Haching nicht in die Regionalliga. Mein Ziel ist es auch, irgendwann wieder Profifußball in der dritten oder zweiten Liga zu spielen. Aber Fakt ist, wir haben eine neue Mannschaft, wir haben einen neuen Trainer, wir müssen uns finden. Das braucht seine Zeit. Was dann am Ende dabei rausspringt, wird sich zeigen. Aber klar, jeder Sportler und jeder Fußballer will so hoch es geht spielen. Patrick, dir gute Besserung und dass du bald mit dabei bist. Und für die Mannschaft ja auch sozusagen der Wunsch, dass dann jetzt die nächste Erfolgs- und Siegesserie beginnt. Und dann, glaube ich, ist es vielleicht verschmerzbar, wenn dann mal alle 6, 7 Wochen mal ein Spiel vielleicht nicht so gut läuft. Ich glaube, da können alle gut leben. Ja, danke fürs Kommen heute. Danke auch.